Ich bin in eine 8-jährige katholische Volksschule gegangen und bin mit 14 aus der Schule gekommen und war froh, dass das alles hinter mir hat. Es hat mich nicht sonderlich angeschränkt, hatte viel Zeit zum Fußballspielen und habe irgendwo mit 18 angefangen zu begreifen, dass da noch was ist. Und zwischen 18 und 25 gelesen, WDR3 gehört, Autodidakt, und habe da sozusagen meine Bildung nachgemacht und habe einen Großteil noch gelesen und gelernt in der Zeit, als ich in der SPD war und wir in vielen Seminaren und Kursen beieinander gesessen haben. Also ich beneide die junge Generation heute mit so anderen Bildungschancen, aber ich finde, meine Generation hat aus der Ausgangslage doch noch recht Gutes gemacht. Es war damals noch sehr unterschiedlich in den Schulen. Als ich zur Schule ging, 1946 bis 1954, wurde in den Schulen noch geschlagen. Es gab noch richtig Gewalt in den Schulen und das hat einen auch ein Stück weit begleitet. Das führte auch zu Irritationen bei vielen Kindern, weil das da in den Familien auch noch durchaus üblich war. Also wenn wir uns so heute suggerieren, als ob wir ein durch und durch liberales Land und zukunftsfähiges Land wären, das ist alles nicht so lange her, dass wir Kinder unter sehr erschwerten Bedingungen groß werden ließen. Ich hoffe, dass das heute fast überall anders ist. Ich vermute nicht überall, und deshalb bleibt die Frage auch von Uwe Hück, wie können wir Kindern und Jugendlichen helfen, damit sie starke Persönlichkeiten werden. Nicht nur eine Frage von Bildung unmittelbar, sondern auch für Erziehung und vielleicht, ich sag's mal so, einfach von Zuneigung und Liebe. Es gab auch andere, die schon gute Beispiele waren und die das auch erkennbar nicht gut fanden, was bei anderen stattgefunden hat. Doch, da habe ich gute in Erinnerung und das sage ich auch voller Dankbarkeit. Das war auch bei mir zu Hause so. Ich hatte zu Hause unter Gewalt nie zu leiden und ich habe eine unvergleichbar schönere Kindheit gehabt, als Uwe Hück sie für Sie beschrieben hat. Ich habe meinen Vater kennengelernt, da war ich fast 7. Da kam er aus Gefangenschaft wieder. Ich war also lange Zeit mit meiner Mutter allein, eine ganz, ganz tolle Frau und ewig dankbar dafür.